Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Crime Talk. Entschuldigt, dass das so ein bisschen kriselig hier ist, aber meine Lichtverhältnisse sind gerade aktuell ziemlicher Müll und ich muss unbedingt gucken, wie ich das mit den Einstellungen mache und da kam ich jetzt leider noch nicht dazu. Aber wir müssen jetzt ein bisschen damit leben und ich bin froh, dass ich überhaupt mal wieder was aufnehmen kann, weil die letzten Tage war ich halt wieder so ein bisschen schwächlich auf den Beinen, deswegen kam halt auch am Montag kein Video. Deswegen gibt es heute ein Video. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich montags uploaden kann jetzt, also der jetzt kommt, oder ob ich das jetzt erstmal bei Freitag beibehalte, weil ich glaube, wenn ich mir weniger Druck mache, dann ist das vielleicht im Moment auch ein bisschen besser für mich. Der heutige Fall beschäftigt sich mit Louise Pete, die am 20. September 1880 in Bienville in Louisiana geboren wurde. Ihr Vater war ein wohlbekannter und wohlhabender Zeitungsverleger und Louise beschreibt ihre Familienverhältnisse selber eher als kultiviert und gebildet. Louise besuchte eine Privatschule in New Orleans, von der sie allerdings im Alter von 15 Jahren suspendiert wurde, aufgrund eines Diebstahls, den sie an ihrem Klassenkameraden begangen hatte. 1903 heiratete sie dann den Händler namens Henry Bosley, der allerdings schon 4 Jahre nach der Hochzeit Selbstmord begangen hatte, nachdem er Louise beim Fremdgehen erwischt hatte. Nach dem Tod ihres Mannes zog Louise nach Shreveport, wo sie dann als Prostituierte arbeitete, die allerdings auch ihren Kunden Geld gestohlen hatte, um sich ein bisschen extra Taschengeld nebenher verdienen zu können. 1911 zog sie dann nach Boston in Massachusetts, wo sie ihren Namen das erste Mal änderte, und zwar zu Louise M. Gold. Und was ich nicht so ganz verstanden habe, weil beim Recherchieren liest man halt immer irgendwelche Geschichten, wie was passiert ist. Und ich habe das ganz oft, dass ich mich dann einfach frage, wie ist das passiert? Weil als sie dann in Boston war, hat sie sich als Tochter einer Familie ausgegeben, die wohl vorübergehend im Kloster gewesen ist und jetzt wieder zurückkam und hat es tatsächlich geschafft, die Familie so sehr davon zu überzeugen, dass diese sie dann bei sich aufgenommen haben. Irgendwann flog das Ganze allerdings auf, wer hätte es gedacht, und Louise durfte, das hat die Polizei dann erlaubt, die Stadt verlassen, damit sie die Familie nicht in Verlegenheit brachte. Und ich frage mich da halt wirklich, gab es diese Tochter wirklich, die im Kloster war, oder war die gar nicht, also wie hat sie es geschafft, diese Familie davon zu überzeugen, dass sie diese Person ist, und wieso haben die ihre eigene Tochter nicht erkannt? Beziehungsweise erkannt, dass das nicht die eigene Tochter ist. Kurz darauf zog sie dann nach Waco in Texas, wo sie dann einen Ölbaron namens Joe Apple datete. Und gerade einmal eine Woche, nachdem sich die beiden kennengelernt hatten, wurde Apple erschossen aufgefunden und man klagte Louise wegen des Mordes an. Allerdings konnte diese dann die Jury davon überzeugen, dass sie ihn zwar erschossen hatte, das allerdings Notwehr gewesen war, weil er vorhatte, sie zu vergewaltigen. Keine 2 Jahre später, 1913, zog sie dann nach Dallas in Texas, wo sie dann relativ zügig einen Mann namens Harry Forward heiratete, der ein Nachtwächter des St. George Hotels gewesen war. Kurz nachdem die beiden geheiratet hatten, nutzte Louise die Gelegenheit, Juwelen im Wert von 200.000 Dollar aus dem Hotelsafe zu entwenden. Die Polizei befragte auch Harry, sprach ihn allerdings von jeglicher Beteiligung frei. Zwar wurde Louise als Täterin vermutet, allerdings konnte die Polizei keinerlei Beweise aufbringen, um diese mit der Tat in Verbindung zu bringen. Auch diesem Ehemann war Louise nicht treu geblieben. Sie hat ihn betrogen und aufgrund der Verlegenheit des Diebstahls bezichtigt zu werden und aufgrund der Untreue seiner Frau erschoss sich Harry letztendlich. Und als wäre nichts gewesen, irgendwie passiert das alles im Zwei-Jahres-Abstand, zog sie dann 2 Jahre später nach Denver in Colorado und heiratete dort tatsächlich ebenfalls schon wieder relativ schnell. Diesmal den Verkäufer Richard Pete, dessen Name sie dann auch angenommen hatte, logischerweise, sonst wäre der Fall jetzt nicht Louise Pete. Und mit dem bekam sie dann zusammen eine Tochter namens Frances Ann. Allerdings verlief die Ehe nicht so rosig, wie man sich das vielleicht erhofft. Und bereits 4 Jahre später trennte sich das Paar auch wieder. Und Louise verließ dann ihren Mann und die Tochter und zog dann nach Los Angeles in Kalifornien. Zwar war Louise noch verheiratet, aber sie war ja praktisch gesehen Single und lernte dann in Los Angeles direkt den nächsten Mann kennen. Dieser Mann war Jacob C. Denton, ein junger Witwer, der mit seiner Tochter, die sich im Teenageralter befand,
zusammen in einer Villa gelebt hat. Vor seiner Pensionierung hat er Millionen als Bergbauarbeiter verdient, was wohl auch der Grund gewesen ist, weshalb er so gut in Louises Beuteschema gepasst hat. Die beiden lernen sich kennen, weil Louise vorhatte, Dentons Herrenhaus in der Nähe des Wilshire Boulevard anzumieten. Denton hatte gehofft, sein Haus für knapp $350 im Monat zu vermieten, während er sich auf Geschäftsreise befand. Und wenn man mal überlegt, was man heutzutage als Miete für Häuser bezahlt, war das schon echt günstig. Aus unbekannten Gründen, wenn man überlegt, dass er es für $350 vermieten wollte, aus unbekannten Gründen vermietete er Louise das Haus gerade mal für $75. Und man weiß halt einfach nicht, wieso. Vielleicht hat sie ihm schöne Augen gemacht, kann ich euch leider nicht wirklich sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass Louise wohl sowohl Freundin, Haushälterin als auch Mieterin von Denton gewesen war. Allerdings hat sie nie einen Mietvertrag unterschrieben. Louise selber behauptete später, dass die beiden tatsächlich sogar auch Liebhaber gewesen seien. Was zumindest auch erklären würde, warum er ihr das so günstig vermietet hat. Aber wie viel jetzt letztendlich da dran ist, das kann ich nicht sagen. Am 2. Juni 1920, knapp eine Woche später, nachdem Louise in die Villa eingezogen war, verschwand Denton auf mysteriöse Art und Weise. Kurz darauf stellte Louise einen Gärtner ein, der dazu verdonnert wurde, eine Ladung Erde in den Keller zu transportieren, weil sie dort angeblich Pilze anbauen wollte. Und als wäre das nicht auffällig genug, fälschte Louise am 5. Juni die Unterschrift von Denton, um $300 von seinem Bankkonto abzuheben. Und jetzt kommt ein Teil der Geschichte, den ich tatsächlich ein bisschen lustig finde, weil es einfach so skurril ist und so aus der Luft gegriffen, dass ich mich einfach frage, wie man so etwas glauben kann. Ein Bankangestellter hat gemerkt, dass Dentons Unterschrift nämlich anders aussieht, was ja soweit schon mal nicht so verkehrt ist. Allerdings hat er dann Louise darauf angesprochen, was denn da los sei. Und die hat erklärt, dass eine mysteriöse Spanierin auf Denton geschossen haben soll, ihn dabei in den Arm getroffen hat und dass der Arm dabei so krass verletzt wurde, dass dieser hätte amputiert werden müssen. Dadurch musste Dent mit links unterschreiben, weshalb die Unterschrift so komisch aussah. Und man konnte Dent nirgendwo sehen, weil er sich für seinen amputierten Arm ja so sehr geschämt hat, weil er ja so entstellt war, dass er sich einfach nur zu Hause eingeschlossen hat. Und was halt natürlich auch super logisch war, ist, dass Denton angeblich nur mit Louise kommunizieren wollte und auch nur durch sie kommunizieren wollte. Weshalb ich das komisch finde, die beiden kannten sich ja noch gar nicht so lange. Natürlich fragten in den folgenden Wochen Geschäftspartner, Nachbarn und Freunde von Denton nach seinem Verbleib. Und Louise hatte jedes Mal, wenn jemand fragte, einen anderen Grund genannt. Unter anderem auch, dass Denton auf einer Geschäftsreise gewesen war, aber bald natürlich zurückkommen würde. Und als hätte sie das Ganze nicht schon auf die Spitze getrieben, begann Louise irgendwann dann, sich als Dentons Frau auszugeben. Sie gab sein Geld aus, begann sein Cadillac zu fahren und tatsächlich sogar die Villa weiter zu vermieten und sich das Geld dann in die eigene Tasche zu stecken. Und damit sie nicht dauernd irgendwie unter seinem Namen an das Konto musste, hat sie es dann irgendwann geschafft, die neuen Mieter dieser Mietobjekte von Denton dazu zu bringen, den Scheck für die Miete direkt an sie auszustellen, sodass sie das Geld halt eben direkt selber bekam. Im August kaufte sie unter Dentons Namen dann zwei richtig teure Kleider und zu der Zeit begann dann tatsächlich die Tochter von Denton ziemlich misstrauisch zu werden und stellte einen Anwalt ein, der dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen sollte. Der Anwalt befragte Louise, diese wusste aber tatsächlich urplötzlich gar nicht, wo sich Denton aufhielt. Aber natürlich, wie die gute Bürgerin, die sie war, erklärte sie sich natürlich dazu bereit, die Geschäftsunterlagen von Denton offenzulegen, damit da ganz schnell geguckt werden konnte, ob er auf irgendwelchen Geschäftsreisen war, wie sie es ja eigentlich mal ursprünglich behauptet hatte. Im September vermietete Louise dann die Villa letztendlich langfristig und kehrte zu ihrem Noch-Ehemann, weil die waren ja nicht geschieden, und ihrer Tochter nach Denver zurück. Und Hut ab an Dentons Tochter, denn diese nutzte sofort die Gelegenheit, nachdem Louise sich verzogen hatte, um ungestört die Räumlichkeiten durchsuchen zu können. Am 23. September holte dann der Anwalt einen Privatdetektiv zur Hilfe, der ebenfalls die Wohnung durchsuchte und dieser konnte dann die verwesende Leiche von Denton unter der Kellertreppe finden. Die Obduktion ergab, dass Denton einen Kopfschuss erlitten hatte und anschließend gewürgt wurde. Des Weiteren war der Körper in zahlreiche Schnüre eingewickelt und in eine Steppdecke. Die örtliche Polizei hat das natürlich jetzt offiziell mit Mord zu tun,
und konnte Louise in Denver ausfindig machen, um sie eben zu besagten Mord zu befragen. Aber natürlich behauptete sie nicht, daran beteiligt gewesen zu sein. Ich meine, wer würde das schon zugeben, davon mal abgesehen? Und sie versuchte, verschiedene Szenarien zu erfinden, die sie dann der Polizei darlegte, die als möglichen Grund für diesen Tod gelten sollten. Unter anderem, ihr erinnert euch doch noch an die mysteriöse Spanierin, die Louise da erfunden hatte, unter anderem soll angeblich diese Denton umgebracht haben. Diese Theorie wurde allerdings super schnell verworfen, denn angeblich hatte ja Denton den Arm verloren, weil diese ja auf ihn geschossen hatte. Komischerweise, als man die Leiche entdeckt hatte, hatte diese noch beide Arme. Aber da war der Fall ja klar. Louise sagte, dass das gar nicht Denton gewesen sei, diese Leiche, sondern dass Denton wohl einen Doppelgänger gehabt hat. Ich meine, ja, klar. Wie weit will die sich denn eigentlich noch in so ein Lügennetz verstricken? Also ich meine, das ist ja mal mehr als auffällig, oder nicht? Und Gott sei Dank war auch niemand so doof, um das Ganze zu glauben. Und sie wurde dann letztendlich zurück nach Los Angeles gebracht, wo dann ihr Prozess am 21. Januar 1921 begann. Und ich weiß nicht, warum ausgerechnet dieser Prozess so viral gegangen ist, aber nahezu jede Zeitschrift hat darüber berichtet. Und täglich standen Tausende von Zuschauern Schlange, um Louise dabei zu beobachten, wie sie in den Gerichtssaal geführt wird. Am 17. Februar 1921 wurde sie dann für schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Und eigentlich müsste dann das Video ja hier zu Ende sein, da sie ja jetzt eigentlich lebenslang im Gefängnis sitzen müsste und da auch nicht mehr rauskommt. Ja, das Video geht aber weiter und die Geschichte demnach auch. Während des gesamten Prozesses glaubte ihr noch Ehemann immer noch an ihre Unschuld und blieb ihr auch weiterhin loyal. 1923 erklärte sie Richard dann, dass sie die Scheidung wollte, damit er neu heiraten könnte. Richard schwor allerdings, niemals eine andere Frau zu heiraten und dass er doch ewig auf ihre Freilassung warten würde. Nichtsdestotrotz zog Louise dann die Scheidung durch und knapp nachdem die Scheidung dann vollzogen war, hörte sie abrupt auf Richards Briefe zu antworten und verweigerte ihm jeglichen Besuch. Und das Ganze sorgte dafür, dass Richard aufgrund seiner Verzweiflung sich letztendlich in einem Hotelzimmer in Arizona 1924 das Leben nahm, in dem er sich erschossen hat. Louise wollte nicht einsehen, dass sie ein weiteres Leben auf dem Gewissen hatte, weil sie wieder mal ein Herz gebrochen hatte, und schob das Ganze dann darauf, dass er eine schlechte Gesundheit gehabt hat und mit dieser nicht klargekommen sei und sich auch irgendwo schuldig gefühlt hat, dass sie jetzt im Knast sitzt. Apropos Knast, zunächst war Louise im San Quentin State Prison inhaftiert, wurde dann aber letztendlich in ein Frauengefängnis in Kalifornien verlegt. Dort galt sie dann als Musterhäftling, hat dann als Zahnarzthelferin im Gefängnis gearbeitet, schrieb für die Gefängniszeitung, kümmerte sich um den Gefängnisblumengarten und. Das alles führte dann dazu, dass sie nach 18 Jahren wegen guter Führung freigelassen wurde auf Bewährung. Diese Bewährung verbrachte sie zunächst in der Obhut von Jessie Marcy, eine Frau, die sich warum auch immer für Louise' Entlassung eingesetzt hatte. Für Jessie Marcy begann sie dann als Haushälterin zu arbeiten und kümmerte sich da um alles. Und komischerweise starb Marcy kurz darauf eines angeblich natürlichen Todes. Das Ganze wurde nicht weiter untersucht. Aber ich muss sagen, ich finde das Timing doch schon etwas sehr fragwürdig, oder? Also, kann auch sein, dass das einfach nur ungünstig und ein dummer Zufall war, aber ein Schelm, wer Böses denkt. Nachdem sie ja jetzt eben nicht mehr bei Marcy unterkommen konnte, zog Louise dann zu ihrer Bewährungshelferin Emily Latham und arbeitete dann dort als Haushälterin. Unter anderem fungierte sie dort auch als Krankenschwester für Emily. Was für eine Krankheit sie genau hatte, weiß ich nicht. Allerdings starb Emily dann 1943 an einem Herzinfarkt. Und sowohl dieser Todesfall als auch der davor wurden nicht weiter untersucht. Und ja, ich finde das irgendwie trotzdem ziemlich merkwürdig, oder nicht? Und die Todesfälle wurden deshalb nicht weiter untersucht, weil die Polizei nicht wusste, dass Louise wegen Mordes im Knast gesessen hat und jetzt auf Bewährung frei war, weil sie ihren Namen geändert hat. Diesmal änderte sie den Namen zu Anna Lee. Und was ich mich halt frage, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Punkt 1, wenn sie den Namen offiziell geändert hat, finde ich es sehr fragwürdig, dass
jemand, der vorbestraft ist, während seiner Bewährungsphase seinen Namen einfach so ändern kann. Punkt 2, wenn sie den Namen nicht offiziell geändert hat, also offiziell im Sinne von mit Papieren, Ummeldungen und bla bla bla, was da halt alles so dazu gehört, frage ich mich, ich meine, sie hat ja bei der Bewährungshelferin gelebt. Die muss doch da irgendwelche Unterlagen zu gehabt haben. Und da war die Technik doch eigentlich schon weit genug, dass man irgendwelche Fotos oder Bilder zumindest von den Personen in seinen Unterlagen hatte, weil das ja zum Lebenslauf und etc. allem dazugehört zu den Akten. Das heißt, man hätte das doch eigentlich mitkriegen müssen, dass sie das war. Aber da kann ich auch einfach falsch liegen. Ich möchte mir da jetzt nicht anmaßen, irgendwelche Dinge zu behaupten, aber das ist jetzt einfach ein Gedankengang, der sich mir beim Recherchieren so in den Kopf geschlichen hat, sage ich mal. Nach dem Tod von Emily führte Louises Weg sie dann zu Arthur C. Logan und dessen Frau Margaret, ein älteres Ehepaar, was im Pacific Palisade lebte. Louise hat während ihrer Haft die besagte Margaret kennengelernt, die wohl eine pensionierte Sozialarbeiterin gewesen war. Und Margaret glaubte ebenfalls fest an Louises Unschuld. Und ich weiß einfach nicht, warum jeder geglaubt hat, dass sie es nicht gewesen ist. Während Louise im Gefängnis war, hatten sich die Logans tatsächlich sogar auch um ihre Tochter gekümmert, weil Richard das ja nicht mehr konnte. Auch hier arbeitete Louise für das Paar wieder als Haushälterin und ebenfalls als Krankenschwester für Arthur, der wohl an einer altersbedingten Demenz erkrankt war. Und ungefähr auch zu derselben Zeit, am 2. Mai 1944, heiratete Louise dann den Bankier Lee Borden Judson. Der hatte allerdings auch keinerlei Ahnung, mit wem er es da zu tun hatte, denn ihm gegenüber verschwieg sie natürlich, dass sie wegen Mordes im Gefängnis gewesen war. Kurz nachdem Pete angefangen hatte, für die Logans zu arbeiten, erzählte sie auch den Nachbarn und Bekannten überall rum, dass Arthur wohl in seinen demenzbedingten Wutanfällen immer wieder auf sie und Margaret losging. Und am 1. Juni 1944 verschwand Margaret dann schließlich spurlos. 3 Tage nach Margarets Verschwinden lieferte Louise dann Arthur schließlich ins Peyton State Hospital ein, weil sie wohl mit seiner Demenz nicht mehr klarkam. Wenn man aber mal bedenkt, dass das Timing kurz nach Margarets Verschwinden war, dass sie ihn eingeliefert hatte, wirkt das für mich persönlich eher so nach dem Motto, dass sie dafür sorgen wollte, dass sie das Haus für sich alleine hat, beziehungsweise für sich und ihren Ehemann. Irgendwann begann natürlich auch Nachbarn nach Margarets Verbleib zu fragen, also musste Louise sich wieder irgendwelche Lügengeschichten ausdenken. Und auch in diesem Fall ist sie ebenso skurril wie in dem Fall von Denton, denn angeblich hat Arthur während eines Wutanfalls Margaret so heftig in die Nase gebissen, dass diese komplett entstellt war und sich deswegen nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen wollte. Irgendwann wurde dann aber auch Louises Ehemann stutzig und auch dieser begann immer wieder nach dem Verbleib von Margaret zu fragen und Louise wiederholte allerdings ihm gegenüber einfach nur diese Nasengeschichte. Irgendwann fügte sie allerdings hinzu, dass Margaret wohl auf dem Weg sei, irgendwo eine Schönheitsoperation durchführen zu lassen, um wieder so auszusehen wie vorher. Für die folgenden 6 Monate lebte Louise mit ihrem Ehemann dann immer noch im Hause der Logans und wie auch in dem Denton-Fall begann Louise dann letztendlich das Geld der Logans zu entwenden und selber auszugeben. Am 6. Dezember 1944 verstarb Arthur dann im Krankenhaus und Louise nutzte die Gelegenheit und spendete seinen Körper der Wissenschaft, was für mich eher so wirkt wie nicht eine gute Tat, um der Wissenschaft was Gutes zu tun, sondern eher um sich selber nicht um Beerdigung oder sonstigen Kram kümmern zu müssen und um das Ganze quasi endlich aus dem Weg zu haben. Wie auch schon im Denton-Fall flog auch hier die Unterschriftfälschung auf, denn Mitarbeiter einer Bank konnten sehen, dass die Unterschrift unmöglich von Arthur getätigt worden sei und riefen die Polizei. Und im Laufe der Untersuchung, warum auch immer, das verstehe ich zum Beispiel nicht, die untersuchen die Urkundenfälschung, kriegen aber trotzdem einen Durchsuchungsbefehl für das Haus der Arthurs und haben eben dann auch dieses durchsucht. Gott sei Dank natürlich, aber ich frage mich, wie man nur wegen Urkundenfälschung an einen Durchsuchungsbefehl rankommt. Vielleicht allerdings spielte das Verschwinden von Margaret noch mit rein und war ein zusätzlicher Grund, weshalb die Polizei dann da etwas genauer ermitteln musste. Das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Was meint ihr? Am 20. Dezember 1944, knapp 6 Monate nach dem Verschwinden von Margaret,
entdeckte die Polizei ihre verwesende Leiche unter einem Avocadobaum hinten im Garten. Und schon wenige Stunden nach der Entdeckung wurde Louise Pete dann schließlich wegen Verdacht des Mordes an Margaret festgenommen. Während ihrer Vernehmung behauptete Louise, dass Arthur Margaret während eines seiner Wutanfälle, die angeblich durch die Demenz verursacht wurden, niedergeschossen und erschlagen hatte. Sie gab zwar zu, Margaret begraben zu haben, aber nicht, sie getötet zu haben. Und auf die Frage, warum sie den Mord nicht gemeldet hatte, erklärte sie, dass sie Angst gehabt hatte, dass sie aufgrund ihrer Vorstrafe und aufgrund ihrer Mordverurteilung, dass sie da halt niemand glauben würde. Was an sich ja schon Sinn macht, aber trotzdem stinkt die ganze Geschichte bis zum Himmel, oder nicht? Louise Mann wurde ebenfalls festgenommen, allerdings wurde der relativ schnell wieder aufgrund von Mangels an Beweisen, dass er da irgendwas mit zu tun hatte, gehen gelassen. Trotzdem war das Ganze für ihn so zu viel, dass er sich dann letztendlich in einem Bürogebäude aus dem 9. Stock gestürzt hatte. Und ich finde das irgendwie krass, wie sie so viele Menschenleben auf dem Gewissen haben kann, ohne so viele letztendlich durch eigene Hand getötet zu haben. Aber so viele Leute haben sich wegen ihrem Verhalten und wegen den ganzen Dingen mit ihr einfach das Leben genommen. Und ich finde das schon sehr krass. Der Prozess wegen des Mordes an Margaret gegen sie begann dann letztlich am 23. April 1945 in L.A. Die Staatsanwälte behaupteten, dass Louise Margaret getötet hat, weil sich die beiden wegen eines 300-Dollar-Schecks gestritten hatten, den Louise gefälscht hatte, um halt eben an Geld von der Familie zu kommen, und dass das wohl ausschlaggebend war, weshalb das Ganze so eskaliert ist, dass sie sie dann umgebracht hat. Am 31. Mai sprach die Jury Louise Pete dann wegen Mordes ersten Grades an Margaret für schuldig. Und das Urteil lautete Hinrichtung. Man sagt, dass während ihrer Urteilsverkündung Louise wohl ein chinesisches Philosophiebuch gelesen haben soll und nur so halbherzig zugehört hat. Und als das Urteil dann genannt wurde, habe sie wohl angeblich nur hochgeschaut, um der Staatsanwaltschaft einen spöttischen Blick zuzuwerfen. Inwieweit das stimmt und inwieweit das einfach nur ausgeschmückt ist, weiß ich nicht. Aber allein die Vorstellung zeigt ja schon, was für ein Mensch sie gewesen sein muss, wenn das wirklich so gestimmt hat. In den Jahren zwischen der Hinrichtung und der Verurteilung oder Urteilsverkündung beteuerte sie weiterhin ihre Unschuld und gab keinerlei Tat zu. Nach mehreren gescheiterten Berufungen wurde Louise Pete dann letztendlich am 11. April 1947 in der Gaskammer in Kalifornien hingerichtet und ist somit die zweite Frau in der Geschichte Kaliforniens, die vom Staate zum Tode verurteilt bzw. hingerichtet wurde. Ich hoffe, ihr seht's mir nach, dass ich mich momentan so verhalte, als hätte ich vorher noch nie Videos aufgenommen, zumindest fühlt sich das so an. Ich versuche, eure Kritik unter den letzten Videos umzusetzen und hoffe, dass mir das jetzt so einigermaßen von Video zu Video besser gelingt und muss aber allerdings allgemein wieder ein bisschen reinkommen. Kanntet ihr den Fall? Was sagt ihr dazu? Findet ihr es genauso krass wie ich, was ein Mensch alles anrichten kann? Wie viele Leben sie gekostet hat, ohne selber Leben zu nehmen in dem Sinne? Also ich fand's schon ziemlich heftig. Lasst es mich wissen, schreibt's mir in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag spätestens wieder zum nächsten Crime Talk. Macht's gut, bis dahin.